Aber Zeitex, du musst dir immer die Frage stellen, wie groß muss das Loch sein, das gebohrt werden soll? Groß. Groß, ja, doch. Hallo? Der Dübel muss passen. Gustav, was ist denn? Also heute ist er ja wieder sehr eigen. Nein, Gustav, tu es nicht. Ich hab's nicht so gemeint. Nein. Oh mein Gott. Aber ohne Scheiß, wie er da wirklich wie so ein Badass gerade durchmarschiert ist. Ne? Das musst du jetzt auch machen. Schon, ne? Jetzt auch durch. Gehen. Warte, ich bin überfordert. Nicht stehen bleiben. Oh. Wie ein Badass. Ich bin schon krass, ich weiß, dankeschön. Nein. Aber ich wollte auf der anderen Seite gucken. Mehr kann ich als noch mal genug. Durch? Aber ich kann nicht nochmal auf die andere Seite sonst. Ich war doch entspann noch nicht fertig. Dich. Doch, du hast da alles gesehen. Nein. Doch. Oh, das war zu früh. Das hat er mit Absicht gemacht, jeder weiß es. Ich gehe doch gleich eh nochmal durch. Entspann das dich. Ist der Zeitpunkt im Video, wo ihr alle mal ein richtig dickes... Nee, sag ich nicht. Abo da lasst. Guck mal, was hier noch ist. Da geht's doch voll weiter. Das hast du jetzt alles vorenthalten. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Wir haben hier eindeutig Assets wiederverwendet. Und hier geht's hart nach oben. Ich habe fast das Gefühl, hier wird's wieder in die Base zurückgehen. Das haben wir jetzt gesehen. Du musst dich mal beruhigen. Guck mal, diesen schönen Salto nach hinten. Hast du den gesehen? Den hätten wir sonst nicht gesehen. Ich mache jetzt auch einen. Mit dem Stuhl bitte, aus dem Stand, aus dem Sitzen. Okay, ich habe fertig. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die Richtung, weil da war ja auch noch was. Kommen wir da nochmal hin? Nee. Wie soll man denn dann da hinten halten? Du hast ja den Heilkristall auch am Anfang gesehen, als wir hier reingefahren sind. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man hier eventuell hochklettern? Nein. Ja, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Gut. Vielleicht müssen wir dann später nochmal eine Ehrenrunde fahren und da kurz anhalten oder so. Das sehen wir ja dann. Jetzt aber erstmal hier rüber. Das ist schon sehr penetrant, dieses Bohrgeräusch, ne? Auf dem Schild steht auch nichts mehr. Na gut. Damit du befriedigt bist. Nein, du hast nicht. Kein Damage genommen. Jetzt hast du Damage genommen. Aber anders. Das war zu viel Damage. Das war viel zu viel Damage. Oh Mann, oh Mann. Okay, nochmal. Ich nehme jetzt gleich ein Lineal und dann will ich sehen, dass du wirklich genauso viel Damage wieder verloren hast wie eben beim ersten Mal. So? Ja, damit kann ich leben. Damit kannst du leben. Aber damit kann ich leben. Ist zu wenig. Du bist auch zu wenig. Du isst auch zu wenig. So. Nee, ich glaube nicht. Ja. Bin nur am Fressen tatsächlich. Aber dafür halte ich meine Figur ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Die 200-Kilo-Marke noch nicht überschritten. Bin ich auch stolz auf dich. Ich bin bei 370. Oh nein. Zeitex. Wo geht's hier hin? Habe ich hier was entdeckt? Ich guck einfach mal. Ich gebe hier mal... Düt. Rückwärts, so. Ich glaube nicht. Toll, Alter. Was ist denn das? Warum ist hier so eine Spalte? Das ist ja voll der Bait. Da denkt man so, yo, okay, was krasses gefunden und am Ende ist es einfach eine leere Spalte. Oder es gehört zu einem Secret. Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einen geheimen Code aktiviert habe, den ich zeitbedingt eingeben muss, indem ich vielleicht auf 15 auch verschiedene Eisplatten laufe. Ja, das kann natürlich auch sein. Wir speichern nochmal. Safe Game. Und ab nach unten. Und jetzt kannst ich bin du so das tot. Nicht mehr erreichen. Nicht mehr? Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Ich hab jetzt verkackt. Ja. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Nicht mal töten kann ich mich. Nein. Du hast... Ich hab einen Joke gemacht. Toll, jetzt guck mal, was ich mir Leben abgezogen hab. Egal! Nein! Ich glaube, so richtig helfen tut das nicht, oder? Ein bisschen. Na. Ich bin mir auch noch nicht mal ganz so sicher.
wusste es doch. Da hat mein Popfilter was abbekommen. Ja, jetzt schon wieder mit Zunge, Alter. Ja, also wir haben hier einen Weg und diese Schlucht. Ich würde mal ganz versuchen, die Schlucht kurz runter zu gucken und dann mal gucken. Nee. Es ist sehr, sehr schluchtig, aber da führt auch ein Weg nach oben. Die Schlucht ist sehr, sehr schluchtig. Weisheiten mit Monster of Gaming. Heute live bei Astro TV. Oh mein... Wer ist oh mein denn? Fucking Gott, geh weg! Nemesis ist da! Was war Nemesis das denn? Nemesis hat dir gerade anders den Arsch versohlt. Also wenn nicht vorher, hätte ich hier spätestens jetzt auf mein Mikro gespuckt. Hat man das gehört? Nein. Gut, aber ich habe gerade einen Popschutz aber abgewischt. Legit? Ja, also du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist Resident Evil-like. Warum war denn da jetzt so ein Scare, Alter? Wie lebt man da noch? Nee, nicht speichern, warte mal, falsch. Nicht laden, nimm einfach ein Medipack. Ja, hab ich doch vor. Und jetzt nimmst du einen Rocket Launcher. Aber anders. Junge, was war das denn? Obwohl Challenge Time, nur die Pistols. Ladies, Gentlemen. Ladies, Gentlemen. Ladies, Gentlemen. Das ist jetzt 15. Wie viel haben sie getrunken? Das ist 3 alles. Essen, 5 Bier. Fuck, ich kann das nicht. Alter, was eine Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo will er hin? Wo geht er hin? Ja, was? Ist runtergejumpt. Er ist es Absicht? Er ist in seinen Tod gejumpt. Nee, ich glaube, er ist tot. Er lebt. Er lebt noch. Er lebt. Stirbt nicht. Soll ich ja, nochmal laden? Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Bring hinterher. Ja, ich glaube nicht, dass es... Was wird? Oh, guck mal, der hat noch Freunde hier unten. Ich glaube mal, er ist einer von den Mutierten, bei denen es funktioniert hat dann wahrscheinlich, oder? Wobei, er schaut aber auch nicht so aus, als hätte es funktioniert. Das wäre ja noch also, er selbst. In Fallout zum Beispiel gibt es Supermutanten, die tatsächlich noch... Kontrolle über sich haben. Ja, genau, die tatsächlich noch denken können. Es gibt sogar eine Todeskralle, eine intelligente Todeskralle, mit der du reden kannst tatsächlich. Die redet auch mit dir. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Fallout das war. Das war in den ersten Teilen, glaube ich. Vielleicht im Zweier? Wo ist er hin? Oder in Tactics, aber ne, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wo ist er in hin? Tactics oder in Fallout 2? Junge, ich hol dich, ich krieg das hin. Ich bin Lara Croft. Kein Damage, ne? Wir haben ihn. GG. Also mit Pistol only, ich hab's gemacht, wie du wolltest. Ja, ja, nein, ich sag ja nur, dass er irgendwie ein bisschen verwirrt durch die Gegend gerannt ist. Ich glaube, der hat einfach nur Hilfe gesucht oder so. Ich war einfach von meiner Taktik überrascht. Was blinkt es hier denn so? Der hat hier einfach nur so ein kleines Zuhause gehabt. Du hast den Yeti gekillt. So. Aber ich guck mal, hier blinkt's, ne? Guck mal, das ist dieser Jumpscare-Blinker noch. Der geht nicht weg. Wir müssen mal ein bisschen analysieren. Wir gucken mal an, seine Wirbelsäule kommt doch raus. Weißt sein du, Arm ist mich eine Kralle. Es erinnert mich tatsächlich an Visage, so wenn du diese Kamera da hattest. Ach so, mit dem Blitzlicht immer. Muss ich ja auch noch weiterspielen, ne? Ich habe ja nur 30 Folgen damals mit dem Stream haben wir da gemacht im Spooktober. Und uns fehlen noch so die letzten Sachen für diese Spiegelmaske oder was es war. Die müsste ich tatsächlich nochmal zu Ende spielen. Die letzten Sachen. Wann spielst du eigentlich die Horror-Games, die ich dir noch gegiftet habe? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ja. Die kannst du an meine Presseabteilung geben. An deine Fresseabteilung? Ich habe legit Fresseabteilung verstanden. Ich hab Presse gesagt. Kommt aber aufs selbe raus, glaube ich. Die rasende Reporterin. Die Fresseabteilung, schön. Gefällt mir, stark. Gut, wir probieren mal runterzukommen, würde ich sagen, weil ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Seit wann arbeitest du mit der Bild-Zeitung? Oh Gott, hör mal bitte auf. Das ist halt auch wirklich das letzte Blatt, ne? Also das kann man auch, glaube ich, einfach so in einem LP sagen. Es ist einfach das letzte Blatt. Alter.
Ja, los, jump runter. Ich meine, die haben sich ihren Ruf schon hart erarbeitet, muss man schon sagen. Die machen das aber jedes Mal aufs Neue. Das ist, die leben das halt. Auch. Das ist halt eins dieser Blätter, die leben davon, dass man, also quasi diese Clickbait und hochgespielte Geschichten, davon leben. Ja. Das ist einfach der uns. Und die labern auch oft viel, viel Scheiße. Ich kann es doch nicht überleben, Alter. Wie soll man denn da runter? Du sollst doch nicht da, du sollst nach links. Darüber so. Da kannst du doch runterjumpen. Hier. Ja, da mal, gehst du jetzt rechts runter. Ist doch egal, brauchst du nicht, aber da kannst du runter. Ich speichere mal auf den zweiten Slot. Ah. Hatten wir den zweiten Slot nicht für irgendwas reserviert? Nö, alles gut. Okay. Da war auch nur so ein Zwischendurch. Snipe wollte ich schon. Ach so, ein Ding. So ein Zwischendurch. Safe war das auch, ne? Du bist tot. Ich hab gemerkt, dass ich tot bin, Zytex. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ach ja. Ich möchte, dass du jetzt für jeden Gegner den Rocket Launcher nimmst. Außer für den Boss. Okay. Falls es dann einen Boss gibt, das weiß ich nicht. Ach, das ist die gleiche Sache wie letztes Mal. Ja, da kommt kein T-Rex mehr. Aber sollte einer kommen, dann bitte nur mit Pistolen. Ich weiß legit nicht, ob es da einen Boss gibt. Es kommt doch noch ein Es könnte noch sein, zwei. Dass der Eis-T-Rex kommt. Ja, klar. Das wäre schon irgendwie cool, so ein Eis-T-Rex. Hätte schon was. Das DLC spielt ja auch in Sovngarde. Ne? Was? In Sovngarde. Das ist Endbereich von Skyrim. Ja, ich weiß, aber... Ja. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade an Drachen gedacht und dann dachte ich an Skyrim. Also wir könnten entweder jetzt hier links runter oder wir könnten hier geradeaus. Ich bin für geradeaus. Ab durch die Mitte. Komm, sag's. Nein, ich weigere mich, das zu sagen. Es ist mir egal. Und du sagst es auch. Ah, du Behinderte. Ich höre hier Dinge, die mir nicht gefallen. Oh mein Gott, ey. Rocket Launcher. Hugo. Der schleifende Hugo mit Rocket Launcher, okay. Ich meine, wir wollen ihn ja auch mal verwenden. 16 Schuss mittlerweile. Darfst du fast keinem sagen. So, komm mal her hier, ich erlöse dich. Jo, er wurde deleted, Alter. Junge, der ist weg. Was nehmen wir denn Schönes? Granatwerfer, das spielst du auch ultra selten tatsächlich. Können wir gleich mal ausrüsten, ich guck erstmal. Hier darf ich runter, ja, ist alles gut. Ich glaube nicht mal, dass ihr was wisst, ne? Meine Flare. Nach oben geht's nicht weiter. Wir gucken einfach ins tiefe, dunkle, schwarze Loch hinein. Und tatsächlich, hier erwartet uns nichts. Magische Miesmuschel, was müssen wir tun, um Hilfe zu erwarten? Ich habe jetzt tatsächlich eine random... Alles klar. Ich habe eine random Frage an dich. Und zwar... wie hieß dieses Spiel aus Japan, diese Fernsehserie, wo die diese ganzen, also irgendwas mit Castle, wo die diese wilden Takeshi's Spiele machen. Castle. Ja. Takeshi's Castle. War das auch das, wo die da in so einem Labyrinth aus Türen sind und zwei verfolgen den einen, der dann irgendwie raus muss, ohne gecatcht zu werden? Ja. Das wäre gerade irgendwie in den Sinn gekommen. Und manchmal haben die den halt gehuntet und dann ist er durch eine random Tür und ist dann im Wasser gelandet. Ja. Da habe ich einmal einen gesehen, der ist da bei dem Wasser raus durch die Tür. Sorry, was? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja, alles gut, das war Takeshi's Castle, ehrlich gesagt. Der ist da durch diese Tür raus, wo es quasi ins Wasser geht, hat sich an der Tür festgehalten und die ihn verfolgt haben, haben ihn quasi so nicht catchen können. Und hat sich dann an der Tür nach oben gehoben, auf diese Mauern quasi, dass er oberhalb des Labyrinths quasi war. Und ist darüber drei Etagen, also drei so Dinger weitergelaufen, ist dann nach unten und durch den Ausgang raus. Der war richtig cheaty unterwegs. Aber hat gezählt. Gibt ja nicht die Regel irgendwie, dass du nicht aufs Dach darfst. Ich hab's einmal gesehen, dass Takeshi gewonnen hat in dem Endgame. Okay. Also so komplett habe ich es auch noch nie gesehen. Ich kenn's ja nur aus YouTube-Videos. Wow. Ja, das lief höher auf Comedy Central, als es Comedy Central quasi noch gab. Krass. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich guck mal kurz hier nach links, ob da noch was ist. Es gab auch noch dieses andere Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Oh mein Gott, der kann mich hier schon anspucken. Ja, red ruhig. Master of Zen oder so, ich weiß es nicht mehr. Da war so ein Zen-Meister, Alter.
Dann hat er irgendwie so Strippen gezogen, was weiß ich, und dann mussten da so Leute irgendwelche Challenges machen. Das ist schlecht. Ich muss niesen. Granatwerfer. Ich muss. Granatwerfer. Ich kann nicht niesen gerade, aber es kribbelt schon in der Nase. Oder Harpune. Bitte? Das war scheiße. Das war gut. Wo sind wir denn jetzt? Weiß ich nicht. RX Tech Mines. Hätte ich vielleicht erstmal ganz unten gesollt? Ich weiß ja nicht. Ne, geh da mal weiter. Ich soll da weitergehen, okay. Ja. Er ist friendly. Ist unser Freund. Er müsste den jetzt doch wegmachen, oder? Pass mal auf. Guck ihn dir an. Das ist der? Das ist der Donner Gustav. Guck ihn dir an, wie stolz. Und das darf er auch sein. Weil er einen Flammenwerfer hat. Er ist der heißeste Typ hier im Raum. Das sowieso, weil du kein Typ bist, aber okay. Wie du mich halt einfach... Du hast mich gerade sowohl korrigiert, gedisst und beleidigt. In einem. Mach ihn mal bitte weg. Ja. Oh, Vorsicht, dass du mich nicht anguckst. Sehr gut. Ehrenmann. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind, dass ich nicht zuerst unten hingehen hätte sollen? Das schaut schon sehr nach der richtigen Location aus. Wenn es nach der richtigen Location aussieht, dann ist doch alles Gucci. Ja, aber ich wollte ja auch erstmal den anderen Bereich noch angucken. Du wirst bestimmt nochmal zu den Minecarts kommen. Zur Not fährst du da halt nochmal die ganze Runde. Er ist im Wasser was. Ich geh da mal rein. Okay, man erfriert. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier im Wasser ist nichts. Nicht, dass ich es gesehen hätte, dass da was wäre. Doch, da ist etwas. Warte kurz, bis ich wieder aufgewärmt bin. Hätte sie doch den Neoprenanzug noch dabei, dann wäre alles anders. Ich glaube eher, dass es Latex war. Die sah aus wie so eine Domina. Es hat nur noch die Peitsche gefehlt, Alter. Da hast du ein Auge für. Da habe ich ein Gespür für. Da stehe ich halt. Nein, tue ich nicht. Deswegen die Lederhandschuhe und die Lederleggings zu Weihnachten. What the fuck? Ich glaube, ich bin screwed, oder? Ich kann mir echt vorstellen, dass sie hier so eine Lücke machen, wo wir nicht wieder raus können, aber alles gut. Der Letzte, der mich mit Lederhandschuhen gesehen hat, hat danach richtig eins auf die Fresse bekommen. Es hat wehgetan, I guess. Nein. Aber das die waren sind deine Security-Handschuhe, oder was? Ja, die sind auch mit Quarzsand gefüllt, Alter. Die tun richtig weh. Also mir nicht, halt dem anderen. Alter. Ich hab hier gerade ein kleines Sackgassenproblem. Sag jetzt nicht, man kann da hochklettern. Ich schaut nicht Natürlich so aus. Natürlich kann man da hochklettern. Ja. Spring dran! Ja, dann bin ich ja wieder im Wasser. Spring da dran! Es geht nicht! Warum nicht? Mann, Lara. Hier müsste gehen, warte mal. Aber warum sollte es gehen? Nein, oh, ist sie aal. Ist sie aal. Warte, Du eigentlich mal Fallout 1? Was soll ich denn noch alles spielen, Zeitex? Ah, guck also, mal. Also wenn du Fallout 1 mal zocken würdest, Alter, da wäre ich gern dabei. Echt? Ist halt mein absoluter Favorite, so. Fallout 1, Fallout 2. Wobei der erste halt relativ kurz ist. Kommt halt drauf an, wie unnormal krass man erkundet. Der Zweier ist schon immens lang. Und ab dem Dreier ist halt komplett fucked up. Dreier, New Vegas, 4, die sind böse. Bist du gerade durch den Pfeiler gelaufen? Das war eine optische Illusion. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen hier gerade noch nicht weiter. I don't know. Kann ich du hier hast die Brechstange gefunden. Ich habe eine Brechstange gefunden. Du hast doch diese gammelige Tür da gehabt. Ja, aber da war ein Schloss dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... Wie kannst du safe damit aufbrechen? Okay, wir gehen da jetzt hin.
Ja. Und dann werde ich es dir beweisen. Und dann wirst du sehen, dass Zytex mal wieder recht hatte. Eine Benjamin-Blümchen-Porte steht auf dem Spiel für den Gewinner, okay? Der recht hat. Töre. Ich habe noch nie eine Benjamin-Blümchen-Torte gehabt, glaube ich. Auch, nee. Das ist schon echt traurig. Nicht. Ich habe gehört, die soll richtig scheiße schmecken. Aber sie schaut süß aus. Und Koppenrad und Wiese, wo gibt's noch Qualität wie diese? Wow. Macht ja schon seine eigenen Product Placements in meinem Let's Play. Stark. Die haben auch gute Torten, so ist nicht. Aber diese Benjamin-Blümchen-Torte, na, I don't know. Und heute sind wir gesponsert von Axe Deo Spray. Nein. Die Menschen. Ja.